Heute der Tag der EZB-Sitzung. Herzlich willkommen zum Marktausblick, meine Damen und Herren. Der DAX startet etwas leichter, Anleger halten sich zurück. Und der Druck auf Mario Draghi, die Zinsen anzuheben, jetzt wo die Inflation anzieht, ist etwas größer geworden. Experten rechnen aber nicht damit, dass das heute schon der Fall sein wird. 13.45 bzw. 14.30 dann die Pressekonferenz. Die Vorgabenseite schauen wir kurz an. Ja, die ist gemischt aus Asien und aus den USA, also kein einheitlicher Trend. Wir haben schon Zahlen bekommen, und zwar aus China, betreffend die Inflation. Leichter Preisanstieg von nur 0,8%, der schwächste Anstieg seit Januar 2015. Im Fokus heute die Zahlen aus der ersten Reihe, Merck und Linde. Außerdem gibt es Verkehrszahlen von der Lufthansa, und auch E.ON stehen nach einem Zeitungsbericht unter Druck und damit im Fokus. Und jetzt kommen wir zur Themenübersicht. Schauen wir uns also die Zahlen an aus der ersten Börsenreihe. Und beginnen wollen wir mit Merck. Hier ist es der größte Zukauf der Firmengeschichte, der Merck so richtig auf die Sprünge geholfen hat. 2016 steigert man den Umsatz um knackige 17% auf einen Rekordwert von 15 Milliarden. Auch der Gewinn steigert sich um 24%. 4,5 Milliarden stehen hier auf Jahressicht. Und es soll auch so weitergehen, moderates Umsatz- und Gewinnwachstum in diesem Jahr. Die Aktionäre bekommen eine Dividende von 1,20 Euro. Das ist ein Zuwachs von 15 Cent. Und wir gucken gleich weiter. Zahlen hat es auch bei Linde gegeben. Der Industriegasekonzern verbucht vor der geplanten Fusion mit Praxair leichte Zuwächse. Auf der Umsatzseite hat sich so gut wie nichts getan. Stagnation bei 17 Milliarden Euro. Aber der Konzerngewinn klettert hier um gut 6% auf 1,2 Milliarden. Auch hier gibt es mehr für die Anleger. Die Dividende hier 3,70 Euro. Das ist ein Plus von gut 7%. Ja, und das Thema Fusion mit Praxair, da hält man sich bedeckt. Man liegt im Plan. Der Vertrag soll fertig sein im April oder im Mai. Böse Nachrichten von E.ON. Der Energiekonzern hat einem Zeitungsbericht zufolge einen Rekordverlust verbucht. Es hatte die Deutsche Bank kürzlich nachgerechnet. Ja, das wären so etwa 12,4 Milliarden Euro. Reicht nicht, schreibt jetzt das Handelsblatt, deutlich mehr. Die Aktie entsprechend unter Druck. Es gibt aber keine Stellungnahme seitens E.ON. Man verweist auf die Zahlenvorlage, die ist dann am 15. März. Ja, aber die ehemalige Tochter Uniper, die hat Bilanz gezogen, hat nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr, jetzt auch im neuen Jahr, rechnet man mit Einbußen. Trotzdem soll die Dividende steigen. Hier schauen wir noch ganz kurz auf die Zahlen des Tages. Der DAX startet heute mit 11.923 Punkten, also so wie am Tag zuvor. Es ist ein leichtes Minus von 0,3%. Gleiches sehen wir auch beim Dow Jones. Der Euro leichte Minus. Gleiches gilt auch für Gold. Und unser Börse Stuttgart TV Programmtipp: Bitcoin, die Kryptowährung, der Hype. Jetzt könnte ein ETF hier Auftrieb geben. Und darüber spreche ich mit Daniel Fehring von forexsun.com.